Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Modus. Heute mit Sound, also mit Ingame-Sound. Ich weiß nicht warum, aber mein Ingame-Sound war einfach ausgeschaltet in Discord. Fand ich ein bisschen kacke. Naja, ich bin jetzt nochmal hergekommen. Ich habe es diesmal geschafft, tatsächlich viel zu reißen. Einer ist anscheinend abgehauen. Ich habe einfach eine Granate reingeworfen. Hat gut funktioniert. So, Lagerschlüssel. Ups, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. So, Lagerschlüssel, H-Klammer. So, einer ist noch am Leben. War die nicht zu dritt? Aber die Tür ist noch zu. Die waren doch zu dritt. Wo sind die letzten hingeflogen? Seltsam, ups. So, okay. Dann gehen wir einfach mal lang. Ich hätte schwören können, die waren zu dritt. Aber anscheinend sind sie es nicht. So, das letzte Mal sind wir abgekackt, als wir irgendwo weiter drin noch rumgelaufen sind. Wir werden das jetzt aber erstmal so hinkriegen. Zwei Zonen WTF? müssen geschützt werden. Sag mal, bist du verwirrt? Was hat denn der gemacht? Der hat keine Spur von den Munition Piraten. geholt, Sie müssen lol. sie irgendwo festhalten. Was zum Teufel machen die hier überhaupt? Weißt du, läuft hier rum mit einer Waffe ohne Munition. Auch noch mal Lagerschlüssel. Wozu auch immer. Heckler und Koch MP5 SD5. Jetzt sind wir nicht im Weg. Was haben wir denn da gefunden? Neun Millimeter. Das ist aber eine andere Waffe, ne? Steuerung, wie war? Tut mir leid, ich wollte dich nicht schlagen. Ah, so war das. Er ist eine andere Waffe und backt ein bisschen rum. Aber naja, gut. Ja, wir haben eine neue Waffe gefunden. Aber wir können momentan damit nicht viel anfangen. Zack. So, hatten wir hier noch irgendwas? Hab ich irgendwas vergessen? Ach ja, stimmt. Das hatten wir uns hier angehört. So, ich hatte die ganzen Voice-Dinger hatte ich mit reingeschnitten. Habe ich einfach nochmal abgespielt. Bin hier hergelaufen, habe es nochmal abgespielt. Und so konnte ich das dann noch reinschneiden. Anscheinend haben sie alte Abwasserkanäle umgebaut. Das gefällt mir nicht. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Na gut. Die Frage ist, bringt es was, den Revolver hier auszupacken? Wer? Was? Scheint so. Da ist irgendwas. Was ist da gerade passiert? Eben noch da. Jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell? Die Missionen müssen geschützt werden. Der Eindringling muss. Wo ist meine Waffe hin? Was ist mit meiner Waffe passiert? Hallo? Okay. Ich muss mich ganz kurz heilen. Das wird mir hier zu gefährlich. So, ich würde sagen, wir ziehen uns noch auf jeden Fall in Redway rein. Inventar. Wo haben wir den denn? By the way, da. Wo bist du hin? Der Stimpak hat mich fast getötet. Ich muss echt drauf aufpassen, dass mich der Stimpak nicht tötet. Der Red Ray. Oh mein Gott, ich habe Wasserprobleme. Okay, wir haben ja ein bisschen was zu essen dabei, ne? Eieromelette. Oh, es hat schon geholfen. Aufbereitetes Wasser. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir wissen, die Typen sind richtig hardcore drauf. Die können mich mit einem Schuss töten. Russische Eier. Warum muss es nur so still sein? Verdammt, das war beängstigend. Okay.
Wo ist der Hans-Dieter? Ein Fusionskern mehr. Den haben wir von da gehört, ne? Ich wünschte, ich könnte hier irgendwo schlafen. Habe ich da gerade eine Maschine gehört? Die Missionen müssen geschützt werden. Shit, 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 shit. Was zum... Wir müssen aufpassen, was ist das? Was machst du da? Schütz den Doktor unter allen Umständen. Den Doktor schützen? Ich will da nicht hingehen, ich will nicht noch einen Headshot kassieren. Wo schießt du hin? Hä? Hey, aber wohin hat er geschossen? Okay. Der Eindringling muss vernichtet werden. Einer ist hier noch am Leben. Ich hab sie verloren. Ich wünschte, die hätten hier Betten. Ich muss schon sagen, zum normalen Spiel ist das echt nervenaufreibend. Ich weiß auch, damals habe ich auf sehr schwer gespielt. Aber es ist kein Vergleich zu dem. Du hast einfach die tierische Angst zu sterben, weil du nun mal nicht speichern kannst. Beziehungsweise ich habe ja später im Hardcore-Modus gespielt, nur mit Mods an, dass ich halt speichern kann, wann ich will. Aber jetzt mache ich das ja leider nicht mehr. So, um die Ecke luschern. Ich bin sehr froh, dass ich mich entschieden habe, auf diese Art und Weise zu spielen, weil dann kann ich um die Ecken gucken. Aber wenn ich von rechts komme, jedenfalls. Psst, 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 psst. Komm zurück, komm zurück. Ist das eine Maschine? Meine hübsche ganze Munition. Oh Gott. Hast du wenigstens was zu bieten für mich? Ah, Munition. Irgendjemand hier? Konferenzraum. Toll. Irgendwo müssen weitere Zellen sein. Ich habe so ein Bauchgefühl. Stocktons Leute waren hier. Okay, was haben wir da? Subjekt 12, Ergebnis. Selbstvertrauen ist bei Subjekt 12 sehr hoch. Genaueres werden wir bei der Autopsie erfahren. Und? Irgendwelche Fortschritte bei Frage 3? Nein. Das EKG zeigt nichts Unerwartetes. Die Antworten sind einfach vorhersehbar. Du hast deine Meinung zum Wert von Frage 3 deutlich gemacht. Aber sie zu entfernen könnte sämtliche Daten unbrauchbar machen, die wir bisher gesammelt haben. Machen wir weiter. Frage 4. Die Daten dazu sind faszinierend. Wieso hat Baseball die höchste Korrelation? Noch höher als bei Frage 8? Unsere Methodik ist sehr umfassend. Die Antworten von Subjekt 12 zu Baseball und seiner Kindheit waren besonders interessant. Sieh nur hier und hier. Ich frage mich, ob sie wohl Baseball im Institut spielen. Oder gibt es irgendeinen Fehler in ihrer Programmierung? Wir brauchen einen weiteren Fehlschlag, um das genauer zu untersuchen. Subjekt 12 taugt nur noch zur Endverwertung. Ich informiere das Rückführungsteam. Ich erinnere mich, was das Ganze soll. Oh, ich erinnere mich, was das Ganze soll. Ich weiß nicht, ob ich euch das spoilern soll. Jetzt weiß ich's wieder. Oh Gott. Stimmt. Also was, ich spoilere euch das jetzt einfach. Ich meine, die meisten müssten das eigentlich wissen. Das Spiel ist jetzt nicht wirklich alt. Die wollen hier mit diesen Vault-Fragen, die es da gab, ermitteln, wer ein Synth ist und wer nicht. Weil Synths werden spezielle Fragen speziell beantworten. Da vorne ist ein freier Bereich. Ich gebe dir Rückendeckung. Wer weiß, wo noch mehr von den Mistkerlen auftauchen. Jetzt sind wir auf der Seite.
Okay, wir haben aber da hinten noch eine andere Tür gesehen. Ich hoffe einfach, dass da ein Bett ist. Die Zellen. Sie entführen also Leute, foltern sie. Und alles für den Safe-Test? Diese kranken Mistkerle müssen sterben. Die Zelle ist leer. Verdammt. So, was haben wir denn hier? Kronkorken und Munition. Heckler und Koch 9mm Karabiner. Ein Telefon. Ich weiß, ich bin voll. Nein! Oh, schoss mich nicht in die Ecke. Okay, gucken wir mal. 66 Schaden. Mit Schalldämpfer. Nice. Gucken wir mal, wie sieht's aus. Wunderschön. Das Visier funktioniert einigermaßen. Ja. Also, wenn du First Person spielst und die Waffen hast, das ist richtig geil. Aber wir spielen ja so. Und ich muss mich entleeren, ne? So, Sachen kann ich ihm nicht geben, ne? So, wie viel trage ich jetzt? Immer noch zu viel, ne? Wie sieht's aus mit Essen? Ich könnte ein bisschen was vertragen. Gewicht 0,5. Habe ich gerade Leben verloren? Nein. Eingelegtes Fleisch. Gewicht von 1. Kräuteraufputschmittel. Ermüdung und Resistenz. Ich meine, ich werde es eh nicht einsetzen können. Weil ich zu blöd dafür bin. Na gut, was bringt eine Zelle, die offen ist? Das ist geil. Ich habe Radioaktivität im Bett bekommen. Okay, jetzt bin ich wieder mutiger, Freunde. Ich bin wieder mutiger. Ja! Ah, mein ganzer Fortschritt, er ist gespeichert. Lass mich meine neue Waffe testen. Oh, hi. Zuluga, wie gespeichert? Ich bin sehr, sehr froh darüber. Sehr, sehr froh. Okay. Hat sich schon gelohnt. Gelohnt. Habe ich das nicht angehört? Bitte! Ich habe ein Kind, ich... Willst du noch eine Behandlung? Nein! Also nochmal. Glückwunsch, du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Hab ich doch schon gesagt. Catcher! Nochmal, welche Position? Catcher! Ich wäre der Catcher! Warum? Ich weiß nicht. Sie haben diese lustigen Helme. Ich habe mal als Kind ein Bild gesehen. Kennen Sims überhaupt die Regeln von Baseball? Nein, bitte. Ich bin kein. Lass mich einfach. Beantworte die Fragen und nur die Fragen. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Catcher. Ja, wie schon gesagt, sie testen die Fragen an Sünds. Allerdings wissen die anscheinend nicht, was Sünds sind oder wer die Sünds sind und wer einer sein könnte. Beruht alles nur auf Annahmen. Was? Das hast du ja wohl nicht gehört. Ich habe einen verdammten Schalldämpfer. Mach keinen Scheiß, Junge. Der hat mich weggeschubst, ich konnte nicht schießen. Level up! Okay. Worauf gehen wir? Nahkampf, ich weiß nicht, ob wir irgendwann in Nahkampf gehen können. Es wird ja immer härter. Schleichen. Hatten wir irgendwas Spezielles vor? Lokale Anführer haben wir jetzt geschafft, das haben wir auch durch.
Mega kritischer Treffer. Schleichen wir halt noch wirklich eine Option. Mehr Munition. Munition ist immer gut. Alter, du gehst mir so auf die Nerven. Damit hat er mich getötet, Freunde. Was zur Hölle war das? So viele neue Waffen. Ah, aber ich kann nicht mehr viel tragen. Was mache ich denn jetzt? 140 Schaden? Das ist die Sniper Rifle, ne? 308er Munition. Verwende ich die gerade? Kann das sein? Ja, hier, ne? 158 Schaden. Ja gut, dann ist es kein Wunder, dass ich sie verwende. Stimmt, ich bin ja überladen. Ja, wir müssen jetzt irgendwas loswerden. Wenn wir sterben, war das umsonst. Ja, was werfe ich denn weg? Ich habe ja mehr als genug Heckler und Koch, ne? Du bist jetzt auch nichts Besonderes. Ich nehme lieber die besonderen Waffen mit. So, hast du irgendwas für mich? Munition. Der hat einfach zwei Schuss gleichzeitig abgegeben. Der schießt immer zweimal. Ja, ist natürlich eigentlich geil, ne? Nur irgendwo scheiße, weil die Munition schnell zu Ende geht. Aber naja. Kamera, oh Kamera. Wie schön sind deine Linsen. Kampfmesser kann sowieso weg. Ich weiß nicht mal, wieso ich das aufgesammelt habe. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Gewicht 0,1 habe ich gerade gesehen. Ah, gut, hier ist. Gewicht 3. Beton, aber Beton brauche ich. Das meiste Zeug brauche ich einfach. Ja, gut, dass das hier kein Gewicht hat. Mikroskop, Sturmfeuerzeug. Naja, wir haben es ja erstmal geschafft. So, öffnen wir uns erstmal den Rückweg. Ich dachte, du bist jetzt ein Gegner. Du solltest echt aufpassen. Mit dir kann man reden. Entschuldigung. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört, nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Sie soll ein Sünd sein? Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Rede weiter. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Was ist passiert? Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Synths. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Synths zu entwickeln.
um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Also meiner Meinung nach hat die Tulla eine Schraube locker. Ihre Familie wurde abgeschlachtet, gut. Verstehe ich. Ist kacke, ne? Aber dann erfährt sie, dass das Institut Synths herstellt, die so aussehen wie Menschen. Der Mörder muss ein Synth gewesen sein. Das geht doch gar nicht. Einen Grund für dein Schweigen? Ja, ich habe mit meinen Zuschauern gesprochen, tut mir leid. Es ist so schlimm, das Institut muss zerstört werden, unsicher wegen des Instituts. Ihr wollt doch nicht ernsthaft alle Synths töten. Doch, absolut. Aber zuerst müssen wir sie finden. Ein lebendiger Synth ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium, aber durch Opfer und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Aber wenn ihr nicht wisst, was ein Synth ist, wie könnt ihr dann erfahren, ob eure Antworten Synth-Antworten sind? Das ist doch... Und der Safe-Test funktioniert? Oh ja, Autopsien bestätigen die zunehmende Genauigkeit. Etwas in den Fragen ruft eine Reaktion bei Synths hervor. Aber der genaue Auslöser ist unklar. Die Fehlerquote ist hoch. 4 oder 5 falsche positive Daten pro Synth. Wir hoffen, diesen Wert auf maximal 2 zu senken. Also nicht nur, dass ihr jetzt unschuldige Leute tötet, nein, ihr tötet auch unschuldige Synths. Aber eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter. Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Synth beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Angebot ablehnen, ihr Angebot annehmen, Emilia verschonen. Ist nicht Emilia verschonen, Angebot ablehnen, dasselbe. Ich meine, ich kriege das Geld sowieso. Die Abmachung nehme ich nicht an. Dann musst du mich wohl töten. Okay. So. Stimmt, da war noch ein PC, ne? Ich muss nochmal kurz zurück. Ganz vergessen. Bevor wir weitermachen. Die hat ganz schön viel ausgehalten, ne? Für einen Wissenschaftler. Ziemlich viel Munition gefressen. Die Olle. So, hier war noch irgendwo ein PC, ne? Ja, da. Wir wollen ja alles mitnehmen, ne? So. Montgomery. Chambers muss einfach einsehen, dass es ein Fehler ist, Montgomery zu verlieren. Mir ist es egal, ob Covenant medizinische Versorgung fehlt. Unser Nadelöhr sind nicht die Testsubjekte, die durch Covenant kommen, sondern unsere Aufnahmerate an Testnegativen und unseren Forschungsbrandbreite. Wir brauchen Montgomery hier, nicht da draußen als Onkel Doktor für Sammler. Könntest du bitte mit Chambers darüber reden? Ich weiß gar nicht, wer Montgomery war. Roter Hering, falls es dir was bringt, ich bin deiner Meinung. Frage 4 war schon immer Montgomerys Baby. Ich glaube, Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Synths. Im Commonwealth enttarnen Menschen ständig Infiltratoren aufgrund deren Fehler in Verhalten und Erinnerung. Es ist unbestreitbar, dass die Baseballfrage abnorme Ergebnisse erzielt, aber ich glaube, dass es dabei im Kern nicht um einen psychologischen Auslöser geht, sondern vielmehr um einen Erinnerungsfehler. Wenn wir also all unsere Hoffnung auf Frage 4 setzen, dann dauert es nur einen weltwahre Update, bis wir wieder komplett von vorne anfangen dürfen. Ich weiß, dass ihr meine Ansichten nicht teilt, dass Frage 3 der Schlüssel ist, aber wenn wir die Testpersonen umfassender
beobachten würden, EKG, Pupillenverhalten, Reaktionszeit, dann würden die Daten Bände sprechen. Synths sind nicht zu wahren Gefühlen imstande. Also bitte, Frage 3. Aber alles auf eine Frage zu setzen? Ich meine, gut, ich hatte jetzt nur 4 Antwortmöglichkeiten, aber ich meine, normalerweise kann man ja frei entscheiden, was man sagt, ne? Nur wir konnten es halt nicht, weil wir hier ein Spiel spielen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber wir müssen die letzte Frage stellen. Zugegeben, ohne die Einschränkung durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologischen Reaktionen anders. Aber vielleicht ist das ja ein wesentlicher Bestandteil. Wir hatten jetzt in diesem Falle Multiple Choice, alle anderen können natürlich sagen, was sie wollen. Wir verzeichnen marginale Verbesserungen der Präzision des Tests. Offen gesagt liegt die Verbesserung innerhalb des Fehlerspielraums. Vielleicht sollten wir drastische Schritte in Erwägung ziehen. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich meine, sie wissen ja erst, dass es ein Synth ist, wenn die Person tot ist. So, das heißt, die haben ja mindestens schon 100 Leute müssen die schon getötet haben dafür. Und ich meine, das Commonwealth hat jetzt nicht mehr so viele Menschen. Da sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, nicht alles zu töten. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oder das Fleisch. Hätte gern das Fleisch gehabt. Das Schloss sieht stabil aus. Hallo. Gib dich zu erkennen. Sag mir, wer du bist. Ich bin Emilia Stockton. Ich bin kein Synth. Es beweisen? Wie kann ich mir da sicher sein? Bitte, du musst mir glauben. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Mein Vater, der alte Stockton, er wird dir eine Belohnung geben. Lass mich raus. Ja, wie denn? Entschuldigung. Bitte. Abgeschlossen. Öffnen die Tür. Da habe ich den Schlüssel von ihr nicht weggenommen. Oh. Laborstation. Bisschen großes Zeug geworden, ne? Liegt das jetzt an mir oder war es schon immer so groß? Ja, ich könnte ein paar Sachen jetzt herstellen, aber. Ja. Besseres Handeln für 8 Minuten. Ich weiß nicht, ich halte von diesem ganzen Zeug eigentlich nicht wirklich viel. Fußangeln. Bärenfalle. Vergiftete Fuß. Bärenfalle Blutung. Feuerwerk! Woo! Können wir leider nichts machen, schade. Stimmt, hier sind ein paar Sachen, die man bauen kann, ne? Bienen. Na gut. Wir können eh nicht viel machen. Hast du noch den Schlüssel, Babe? Achso. Die Zellentüren einfach öffnen, ja? So, ich glaube, ich werde die Chance nutzen und hier erstmal eine Stunde schlafen. Und dann werden wir gleich nochmal eine Stunde schlafen. Gespeicherte Nachrichten. Schwere Bedenken. Glaubst du, diese Einwände würden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt. Wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt. Der erste Teil ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnd an, dem Test teilzunehmen. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Covenant ist ein Fehler. Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen
therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat, aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Antwort von Dr. Rogers Wutrede. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Von Tag Bluffy. Einer von Dr. Rogers Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten, können das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Naja, gut. Ich meine, rein theoretisch müssen sie ja nur Energiekerne kaufen, ne? So teuer waren die, glaube ich, nicht. Von Roslyn Chambers. Bis die ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halt dich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mrs. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Das ist eigentlich vollkommen Blödsinn. Wieso gehen die überhaupt Risiken ein und, ich würde schon sagen klauen, aber nein, entführen die Tochter eines wichtigen Mannes? Ist doch klar, dass da Fragen auftauchen, ist doch klar, dass da jemand kommt und das untersucht. Dann doch lieber eine kleine Bettlerin, die irgendwie an euch vorbeikommt und nach Essen fragt, was man auch heutzutage sagt. Dann nimmst du die halt mit. Ich meine, ist genauso skrupellos, aber nicht so dumm. Ich versuche mich gerade in die hineinzuversetzen, in Leute, die halt versuchen, etwas zu reißen und nicht dabei erkannt werden wollen. Ich meine, ist klar, Mädchen und so zu klauen ist nicht die feindliche englische Art, Freunde, macht das nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß ganz genau, ihr wisst, was ich meine. So, von Manny. Unser Team ist versorgt und bereit, Sins zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Naja, Zelle 1 aufschließen. Yeah, Zelle 2 aufschließen. Yeah, Zelle 3 aufschließen. Yeah. Gott sei Dank, ich bin frei. Ich werde nie wieder herkommen. Tschüssi. Hey, Dan. Stockton kriegt seine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Bezahl endlich. Soll ich den mitnehmen? Also komm, Begleiter, komm. Es war schön, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls. Gut, dich an meiner Seite zu haben. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Ich glaube, ich habe wirklich genug gefeilscht. Also, alles in Ordnung. Rede mit mir, ich wollte dir Sachen geben. Ich muss noch gewichtlos werden, Leute. Ich muss noch gewichtlos werden. Hier, wieso zum Teufel habe ich Whisky dabei? Habe ich Hunger? Ja, dezent. So, okay. Ich möchte das Fleisch rausholen. Ich will einfach wissen, was das für Fleisch ist. Was ist das denn hier? Red Kakerlakenfleisch, okay. Und Maulwurfsrattenfleisch, ja gut. Ich kann ja sowieso nichts mehr tragen, also. Aber ich sehe hier noch das hier. Okay, die Frage ist, wollen wir jetzt schlafen gehen? Wir sind ja jetzt... okay, wenn wir zurücklaufen... Wir müssen, rein theoretisch müssen wir jetzt nicht schlafen gehen. Wir laufen einfach zurück, sind in der Siedlung und ich sollte schlafen gehen. Ich weiß nicht, wie krank drauf die sind.
Ich riskiere es. Ich riskiere es einfach. Da bist du hingeflogen. Ah. Scheiße. Ich brauche die Munition. Zieh ich mir halt noch ein paar Eier rein. So, ab zur Siedlung. Hoffen, dass die alle nicht feindlich sind. Und wenn, dann sind wir sowieso am Arsch. Dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber wenn nicht, dann kann ich da meine Sachen nämlich abgeben. Und mich dann Keks freuen. Und dann können wir auch wieder ein bisschen erkunden gehen. Ich denke, dann haben wir erstmal ein paar gute Missionen gemacht, ne? Können wir hier die Umgebung ein bisschen abscannen. Dann schauen wir mal. Weißt du was, ich schwimme jetzt einfach rüber. Ich bin jetzt sowieso hier in dem Dreck drin. Wieso kriege ich keine Radioaktivität ab? Okay, wieso nicht? Ich nehme das einfach mal so hin. Ich weiß nicht, wie die auf mein Kommen reagieren werden. Wie war das nochmal? Favorit RB. Scheiße. Sie ist in die Powerrüstung eingestiegen. Oh Gott! Nein! Sie ist in die Powerrüstung reingestiegen. Scheiße. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Ist sie wieder ausgestiegen? Sie ist wieder ausgestiegen, okay. Du bist meine Sniper, ne? Ja, so wie Sniper halt geht. Ich muss verhindern, dass die in die Powerrüstung reingehen. Die Troller ist komplett weg. Halt dich fern von der Powerrüstung. Scheiße. Hauptsache, die geht nicht in die Powerrüstung rein. Wenn die in die Powerrüstung reingeht, oh, ich bin so am Arsch. Oh Gottes Willen. Sind ja immer noch hinter mir her. Nicht dein Ernst. Ich habe 10 Gewicht verloren. Wegen Müdigkeit? Nicht dein Ernst. Ist nicht dein... Oh. Scheiße, ich muss das so hinkriegen. Verladen, wie ich bin. Nein! Perfektes Wetter, um eine Stadt auszulöschen, oder? Finde ich auch. Das ist meine Powerrüstung. Ich bin immer noch versteckt. Ist er gestorben? Ja, ne? Aber niemand hat es bemerkt. Das SMG-Geschütz ist wenigstens noch freundlich.
Ja, wenn es niemand bemerkt hat, dann kommt da jetzt auch keiner rein. Hör raus. Nutzen wir die Gelegenheit, Leute. Nutzen wir die Gelegenheit. Habe ich keine Waffe ausgerüstet? Wer ist da? Obwohl, nee. Sagt, dass uns langsam die 10 Minuten haben. Was? Aber ich soll doch an dem anderen Projekt. Oh, so viele! Oh mein Gott! Ich habe noch viel Leben. Nein! Nein! Aber ich habe viel ausgehalten. Das Problem war, dass meine Waffe plötzlich weg war, als ich in die Rüstung eingestiegen bin. Schade. Aber war schon nicht schlecht. Okay, Leute, ich habe einen Plan. Wir gehen nämlich auf den hier. Ne, der hat keinen Schalldämpfer, ne? Wo ist der mit dem Schalldämpfer hin? Wo ist meine geile Waffe hin? Verursacht Doppelschaden? Achso, das kennen wir ja schon. Was tut das der mit dem Schalldämpfer? Nee. Wo ist meine Waffe hin? Du warst das, oder? Hast du das mit den 2 Schuss? Ich weiß es. So. Wenn ich es jetzt schaffe, mich da anzuschleichen, dann würde ich tatsächlich, in Splittermine dahin packen. So. Jetzt nehmen wir einen Molotow-Cocktail. Findet sie. Hä? Jungs? Da. Oh nein, das MG... Oh, okay. Na komm, töte mich. Das MG-Geschütz ist auch gegen mich jetzt. Ich brauche die MG-Geschütze. Ich laufe durchs Wasser. Naja, mir egal. Laufen wir halt durchs Wasser. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verbuggt. Okay. Machen wir es jetzt noch einmal, nur richtig. Du sitzt da. Das Problem ist, sie rauszulocken ist nicht so einfach. Vorsicht. Jacob? Was ist denn nun los? Wieso konnte ich mich gerade nicht bewegen? Oh, scheiße. Was war... Okay. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ich muss das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders angehen. Ein bisschen sicherer.
laute Waffen, damit sie mich hören. Er hat mich schon gesehen. Was bist du denn für einer? So. Ist hier noch einer? Du Schiss-Tom. Kein alter Mann? Okay. Schüsse sind immer noch auf meiner Seite, ja? Okay. Die stehen da einfach vor. Okay, die haben mich aber noch nicht gesehen. Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt lass mich in Ruhe! Oh Gott, wie gut können die denn schießen, sag mal. Ich muss auf jeden Fall ein Stück weiter weg. Man muss sie einzeln ausschalten, das geht nicht anders. Es sind einfach zu viele. So. Dann holen wir... Ist das unser Präzisionsgewehr? Nein. Er hat doch eine fette Sniper, oder nicht? Da. Tolle Sniper. Das ist wahrscheinlich so, ist die rechts... Nee. Nicht mehr so, sie ist ein Sniper. Einer weniger. Wieso kriegt er für keine Erfahrung? Siedler. Wie die von da hinten schon auf mich schießen. Schön in den Rücken. Och man, der Doktor ist auch hinter mir her. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ist ja gemein. Lasst mich in Ruhe. Ich habe Angst. Es sind einfach zu viele. Scheiße. Er ist in der Power-Rüstung drinne. Er ist in der Power-Rüstung drinne. Scheiße. Die Hunde kommen. Los Hunde, zerfetzt ihn! Da ist der Typ in der Power-Rüstung. Okay, von dir aus kann ich ihn nicht treffen. Wieso habe ich die Power-Rüstung dahingestellt? Ein Friedhof. Oh Gott, Ghule. Mr. Power-Rüstungstypi, geh weg. Kann ich nicht machen. Der Typ muss aus der Power-Rüstung raus. Ich weiß auch nicht, wo er hinzielt. Steig aus. Steig einfach aus. Ich muss warten, bis er aussteigt. Da ist noch einer. Wieso könnt ihr nicht einfach in meiner Siedlung mit drinne bleiben? Wieso müssen wir kämpfen? Du
Bist du wieder mit dem Schalldämpfer? Das Bild ist kacke geworden, ey. Nein. Hatte ich nicht einen mit Schalldämpfer, der richtig fett Schaden gemacht hat? Der irgendwie 9mm benutzt hat? Jetzt muss ich nur noch auf den mit der Powerrüstung warten, scheiße. Nicht töten, bitte nicht töten. Ich bin unschuldig. Der muss aus seiner Powerrüstung raus. Sonst habe ich ein gewaltiges Problem. Es ist viel zu viel Munitionsverschwendung für ihn. Da läuft er. Fuck, 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 fuck. Ich glaube, das ist der letzte, ne? Ich warte zu Hause auf dich. Du machst das schon. Der müsste ja langsamer sein als ich in der Powerrüstung, ne? Wenn der jetzt auch noch meine Energie verschwendet, ne, dann raste ich aus. Du bist auf meiner Seite, oder? Finde ich gut. Brauch nur noch ein Bett. Okay, Leute. Das war jetzt genug Sentimentalität für einen Tag. Jetzt geht's wieder Musik. Hier kriegst du deine Limonade! Ich will ein Bett. Wieso kann ich hier alles klauen? Ich dachte, das gehört jetzt mir. Oder ist es halt noch der letzte? Ich kann schlafen. So, gucken wir mal wegen der Powerrüstung. Jetzt läuft hier irgendein. Der läuft immer noch in der Powerrüstung rum, ne? Und da hat er eine fette Waffe. Der hat eine fette Waffe und läuft in der Powerrüstung rum. Und wessen Schuld ist das? Meine Wenigkeit. Naja, mir egal. Hallo? Darf ich noch nicht? Bin mit der Siedlung nicht verbündet? Muss ich den ernsthaft töten? Läuft da. Scheiße. Jacob Orden. Ich habe mein eigenes Grab geschaufelt. Ich dachte, die Siedlung gehört jetzt mir. Okay, ich schlafe noch ein paar Stunden länger. Ach, scheiße. Aber ich darf nur in dem Bett schlafen, weil es meins ist. Fuck. Was mache ich jetzt? Schlafen 5 Stunden, hoffen, dass er aus der Powerrüstung rausgeht.
Der ist aber noch da. Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr raus. Oh mein Gott. Was habe ich denn so Fettes? Ich meine, die fette Knarre habe ich ja schon rausgeholt, oder? Das hier ist die fette Knarre. Weil Nase juckt jetzt auch noch, ey. Ich konnte nicht mal in den Watz-Modus reingehen. Okay, Leute, folgendes. Kronkorkenmine. Wieso machst du die Tür zu? Wie ich das Ding halte, ey. Mach doch die scheiß Tür nicht zu! Sag mal, steht er jetzt davor noch die ganze Zeit die Tür zu, um mich zu verarschen, oder was? Egal, jetzt kommt er. Geil, das hat... Es hat nichts gebracht. Ich versuch's nochmal mit der Kronkorkenmine. Die Impulsmine wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Legen Sie diesmal hier hin. Kommt nicht rein! Du bist. Es ist pures Mobbing hier. Wie bist du an der Kronkorkmine vorbeigekommen, Dude? Scheiße, ich komme hier nirgendwo hin, ne? Wie ist der an der Kronkorkmine vorbeigekommen? Check ich nicht. Wie soll ich den denn bezwingen? Das ist der Endboss schlechthin. Oh mein Gott. Und wieso wusste er schon, wo ich bin? Keine Ahnung. Guckt euch das an! Guckt euch das an! Was soll ich denn dagegen tun? Was zur Hölle soll ich dagegen tun?
Kann doch nicht mal Granaten werfen, weil sonst wahrscheinlich die gegen mich sind, ne? Gut, das war sowieso jetzt Kacke. Ich kann nichts gegen den Typen tun. Nichts. Ach du Scheiße. Oh. Ich glaube, es war ein schwerer Fehler, hier reinzukommen. Vor allem sieht er mich auch sofort. Kann ich machen, was ich will. Wahrscheinlich, weil die Automaten mich hier sehen, ne? Da, guckt euch die Sau an. Meine Fresse! Was hattest du bitte sehr für eine Knarre? Der hatte nur billige Heckler und Koch. Und jetzt kriege ich mein Gestell nicht mal. Ich kriege mein Gestell von der Powerrüstung nicht. Weil der Typ drinne saß. Ich drehe durch. Ihr wollt mich doch verarschen. Naja, wenigstens. Kann ich den... Jetzt liegt da meine Powerrüstung auf dem Boden. Geil. Einfach geil. Naja. Es wird Zeit, hier alles auseinanderzunehmen. Aber meine Fresse, bin ich jetzt angepisst. Wieso kann ich das Bett nicht wegnehmen? Was ist das für eine komische Siedlung, wo man nichts machen kann? Okay, das Bett kann nicht weg. Weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, die Türen wegzunehmen, aber gut. Wir machen es einfach mal. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich räume hier ein bisschen auf, guck, was man hier alles aufräumen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Und ich bin erstmal froh, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe, ich werde währenddessen nicht hier was machen, nicht sterben. Ich weiß, was ich geschlafen. Wie, das ist ein fremdes Bett. Das ist meine Siedlung, Junge. Ciao.